Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde zu Harry Potter und der Orden des Phönix. Ich habe in der Zwischenzeit das Ganze mit dem Gamepad ausprobiert, aber es ist leider Gottes irgendwie in die Hose gegangen. Ich kann zaubern, beziehungsweise ich kann meinen Stab rausstecken, aber so zaubern geht nicht. Er wechselt dann einfach nur hin und her zwischen mehreren Gegenstände, mehr aber auch nicht. Das ist irgendwie ganz komisch. Ich weiß nicht, warum das so ist. Kann irgendwie eine Programmierung sein oder halt, dass das Spiel für damalige Verhältnisse nicht für einen Controller programmiert wurde. Ja, da geht alles. Schade, dass wir nicht zusammen Quidditch spielen können, Harry. Oh, ich war so ein toller Spieler. Der braucht einen Quidditch Ball. Wir haben beim alten Onkel hier einen. Nicht das Buch. Ich habe es einmal abgebrochen. Scheiße. Ja, das wird ein bisschen doof da bei dem Herren. Haben wir ja? Ich glaube, wir haben sogar einen Schlafsaal. Da bin ich mir sogar ganz sicher, dass wir das haben. Ach, wir können noch nicht rein. Warum können wir noch nicht rein? Hallo? Darf ich mal durch? Gehen wir mal hier hoch. Kommen sie denn auch oder versperren sie immer noch die Treppen hier? Hallo, ich möchte dort nur mal durch. So, Mamma mia, ey. 17% aber erst durchge... Gut, das können wir auch, ne? Wingardium Leviosa! Nicht das. Nein. Das hier. So, brutzelt mal schön. Aber... so viele. Hier gibt es doch nicht mehr so viele Zeug zu erledigen. Also, naja. Wir gehen mal raus und fragen uns, wo Neville Longbottom ist. Aber der wird bestimmt im unteren Ende der Fahnenstange irgendwo rumliegen. Da keine Ahnung wo. Oh. Die Myrte. Oh, ihr habt ihn also gefunden. Was gefunden? Den Raum, von dem ich euch erzählt habe. Ihr müsst durch das Porträt dort. Boah, also ehrlich, was fällt der denn ein? Eine Schande für die Augen, das ist sie. Ich möchte zum Raum der Belohnungen. Ich möchte auch viel, wenn der Tag lang ist. Bitte nervt jemand anderen. Brauche ich ein Passwort, um eintreten zu können? Seid ihr taub? Ich sagte, ihr sollt verschwinden. Okay, wenn Sie meinen. Wir könnten aber auch hier bleiben, bis Myrte zurückkommt. Myrte mag Harry. Ich wette, wenn Harry sie bittet, wird sie gerne für immer hierbleiben. Was? Sie können uns entweder reinlassen oder Harry wird Myrte bitten, hier rumzuspuken. Für immer. Du, mein Mädchen, bist bewundernswert hartnäckig. Tretet ein. Und sagt dieser Heulsoße, sie soll mir vom Hals bleiben. Okay. Werden wir nicht. Wer hat mir diesen Fluch auf den Hals gehetzt? Immer wenn du etwas entdeckst, tut mir der Arm weh. Das ist doof. Raum der Belohnungen. Oh, Harry? Ich habe auf dich gewartet. Du hast viele tolle Sachen gefunden, nicht wahr? Nie war jemand so schnell im Sachenfinden wie du. Ich hoffe, du suchst fleißig weiter. Dann füllt sich der Belohnungsraum. Ich werde niemanden davon erzählen, Harry. Das ist unser süßes Geheimnis. Es gibt so viele interessante Dinge hier, was hier wohl noch so alles erscheinen wird. Weiß nicht, was hier überhaupt zugange ist. Was sind das nochmals? I was a massive fan of the books and I'd read, I think, the first and the second. And then Newsround were advertising kids to
sending like application forms and that. And my mum videoed me doing this. I made this like rap song of how much I wanted to be in the film. And are you a talking gargoyle? Do you normally talk to ones that can't speak? I don't normally talk to gargoyles. Or should imagine many gargoyles are grateful for that. Ginny was obviously the youngest and the only girl, so that's quite a lot of pressure. But I think it's quite fun at the same time. Ich hoffe, wir kriegen da so nicht andere Dinge, also andere Probleme. Ich glaube, das müssten wir vielleicht dann doch offscreen irgendwie weiter gucken, weil ich möchte da nicht irgendwelche Probleme kriegen. Aber der Gang hier ist ziemlich lang, ne? Das, was ich finde. Ach, das sind die. Was macht denn der jetzt wieder hier für Spackos? Du hast 4 von 12 versteckten Hogwarts-Symbolen gefunden. 8 von 66 Hausaufgaben. Ich habe Hausaufgaben erledigt? Ich habe Hausaufgaben erledigt? Ja. Okay, also der Raum der Wünsche, den haben wir schon mal. Ich weiß, haben wir schon mal gesehen, auch auf YouTube. Ich glaube, es ist das dritte Mal, dass ich hier das Ding spiele. Ich glaube, zweimal jetzt. Also das zweite Mal hier für YouTube. Ohne hat gleichen mir Fluch auf den Hals gehetzt. Ja, ja. Immer wenn das du etwas nicht entdeckst, tut mir der Arm weh. Ich erzähl alles, Mr. Filch. Ich erzähl alles, Mr. Filch. Da kann mich mal der Filch. Wir gehen mal zu dem Porträt, denn ich denke, das kriegen wir. Ich glaube, das kriegen wir sogar eher. Ah, ich glaube, der Gegenüberliegende, der ist am der ist wach. Oh, und das war ja auch noch ein Passwort da. Huiuiui. Die sind alle am Pennen, das gibt's doch nicht. Alle. Chancenlos. Warte mal kurz. Kommen wir da anderweitig hin? Nochmal kurz. Wir kommen da. Vom dritten Stock hier? Ne, 1, 2, 3. Was? Vom vierten? Da bin ich irgendwie ein bisschen verwirrt. Ist ja da nicht vom vierten Stock? Ja, gut, ist ja auch nicht gerade. Ich auch nicht gerade im Erdgeschoss das Ding. Aber es muss ja dann. Hoppa! Hallo? Dann sind wir hier. Wir sind hier richtig. Das ist der dritte Stock. Und hier gibt es bestimmt nichts. Nein. Oh, warte mal kurz. Depulso! So, noch einmal. Was darfst du machen, wie ein pflegemagischer Geschöpfe? Mein Bruder hat Boat-Truckles durchgenommen. Die haben in einer einzigen Unterrichtsstunde fast 100 Millionen Holzläuse gefressen. Und der Pet natürlich auch. Können da irgendwie alle nie. Hallöchen! Hi. Ausschlafen oder wie ist das? Oh, das war ja mit Incendio, ne, die Dinger. Das haben wir noch nicht. Was? Jetzt haben wir alle. Drei waren's, ne? Drei in der Zahl. Yo! Und hier aber noch einer, der repariert werden muss. Reparo! Ah, vom dritten Stock, aber dann
trotzdem runter. Okay. Hallo. No, schon wieder. Du warst lange nicht mehr in unserem Ich war gerade vor 5 Minuten im Geheimraum. Wingardium Leviosa! Oh. Depulso! Kriegen wir auch hin. Und die macht. Ah, das Spiel, das ich glaube ich nie richtig konnte, ne? Nicht Frösche-Dingens. Ach, wie heißt das? Nein! Aus der Erstklässler darf man gar nichts. Ja, freu dich nicht so früh, dass man. Ich find's gut, dass man nicht alles darf. Weißt, Harry, hast du schon ziemlich viel erlebt. Sonst noch irgendwas in dem Raum? Alles klar. 94 im dritten Stock. Meinst du, ich könnte im Quidditch-Team mitspielen? Ich habe jetzt 6 Wochen jede Nacht geübt. Kommst du mal wieder von der Anhörung? Die Slytherins sind ja sowas von unreif. Immer noch 6%, die uns fehlen. Wenn wir hier durchgehen. Das ist auch noch der dritte Stock. Das heißt, yo, wir brauchen Incendio, um da weiterzukommen. Hallo? Ich glaube, die Steuerung haben sie noch nicht 100%ig raus. Und mit Gamepad spielen. Funktioniert irgendwie auch nicht wegen dem Zaubern. Ich weiß nicht. Könnte mir bitte jemand seine Eule machen? Wie? Okay. Aber das funktioniert einfach nicht mit dem Zaubern. Ich habe keine Ahnung warum. Hallo? Bis zu diesem Sommer war ich noch völlig ahnungslos. Meine Eltern sind Muggel. Ey. Oh. Nein, das andere. Er scheint in Schwierigkeiten zu stecken. Wie immer, ne? Richte deinen Zauberstab auf sie! Hey! Verschwinde, Potter! Das sag ich meinem Vater! Danke. Ich wollte sie abhalten, ein paar Erstklässler zu ärgern. Aber dann sind sie auf mich losgegangen. Du hast es zumindest versucht, Neville. War das nicht gegen die Schulordnung, Hermine? Gehen wir zur Verteidigung gegen die dunklen Künste. Jo, dann gehen wir zusammen, ne? Toll, gegen Wände rennen. Kriegen wir immer hin. Wo sind wir jetzt lang gegangen? Nein, da auf jeden Fall nicht. Okay, wir noch die Treppe hoch und dann waren wir da. Alles gut. Das gilt schon als Verteidigung gegen die dunklen Künste. Hier war da irgendwie was mit dem. Gehen wir zur Verteidigung gegen die dunkle Künste, Harry. Warte mal kurz. Da war doch irgendwo ein Wischmob, den wir von oben her. Wir hören den sogar. Wo ist er? Da oben, die Besenkammer. Dahin müssen wir. Der müssen wir runterholen. Ansonsten kriegen wir da nie was hin. Alles klar? So, mit den Wasserspeien kann man sprechen. Dann haben wir schon. Eine kurzen Cutscene gehört, sie gesehen. Ne, oder? Jetzt müssen wir den. Hey. Hi. Jo, noch einmal.
Jetzt. Und tschüss. Wo ist er? Ja, ne? Oh, jetzt haben wir den mal... Oh, hier ist auch Hermine. Okay. Die hat wohl geschlafen. Wingardium Leviosa! Und nun kriegen wir das hier hin. Hoffentlich. Juhu, wir kriegen es hin. Das ist einer der Korridore, die zum Honigtopf führen. Schade, dass einige der Korridore versperrt sind. Die Hauselfen könnten sich eigentlich darum kümmern. Wie wär's, wenn du sie freiräumst? Wieso sollte ich? Ich bin doch kein Hauself. Klare Aufteilung. Aber Hermine ist ja auch hier... Ich habe letztens wieder mal die Hörbücher komplett durchgehört von Harry Potter. Glaube ich, darum... habe ich auch angefangen, die Spiele zu spielen. Und wirklich im fünften Teil hat sie wirklich etwas mit Hauselfen, also gegen Hauselfen. Also für Hauselfen, so rum. Und ja, da möchte sie auch eigentlich eine Bewegung gründen. Zauberstäbe weg, Kinder! Nun zu den Zacks, den Zaubergrade-Prüfungen. ZAG. Lernen Sie konzentriert, dann werden Sie von mir belohnt werden. Wenn Sie es nicht tun, werden die Konsequenzen möglicherweise hart werden. Hier steht kein einziges Wort darüber, wie man defensive Zauber wirkt. Zauber wirken? Ich kann mir nicht vorstellen, wozu Sie einen defensiven Zauber brauchen. Oh, keine Ahnung. Vielleicht, weil Lord Voldemort wieder das da ist? Ist eine Lüge. Das ist keine Lüge. Er stand vor mir. Ich habe ihn bekämpft. Nachsitzen, Mr. Potter. Nachher, in meinem Büro. Also, jetzt lesen Sie bitte Kapitel 1. Allgemeinheiten für Anfänger. Das war ja super. Ich fasse es nicht, dass sie in unserem Zack ja keine Zauber mit uns übt. Darüber zerbrichst du dir den Kopf? Dass ein Lehrer mich Lügner genannt hat, ist dir wohl völlig egal. Fragen wir doch mal Fred und George. Sie haben die fünfte Klasse schließlich schon hinter sich. Die beiden? Die haben doch eh nichts als Blödsinn im Kopf. Wir haben doch nichts zu verlieren, stimmt's? Na los, suchen wir sie. Und das Suchen überlassen wir uns in der nächsten Runde, beziehungsweise in die nächste Runde. Und wir haben schon eine böse Stunde hinter uns. Und eine noch schlimmere Nachhilfe. Aber das und vieles mehr erst in der nächsten Runde. Tschüssikowski, ne?